Jetzt bin ich wirklich gespannt. Jetzt trinke ich erstmal ein bisschen Eistee hier, damit meine Stimme wieder richtig am Abfacken ist. Ach ja. Was bedeutet es, den Schleier zu Ubers? Das habe ich so schnell durchgelesen, dass ich jetzt inzwischen vergessen habe. Tag auch. Willkommen, Vertreter der Inquisition. Die sieht aus wie eine Was Katze. führt euch nach Redcliff? Ist das eine Fangfrage? Nein, das ist... Ist das eine Art Test? Wir sind hier, weil ihr uns in Val Royeaux eingeladen habt. Ihr müsst euch irren. Das letzte Mal, dass ich in Val Royeaux war, war noch vor dem Konklave. Wenn nicht ihr mich hierher eingeladen habt, wer war es dann? Ich weiß es nicht. Aber nun, da ihr es sagt, kommt es mir seltsam vor. Nun, wer oder was auch immer euch hierher geführt hat, die Lage hat sich geändert. Die freien Magier haben sich bereits dem Dienst für das Reich von Tevinter verschrieben. Ein Bündnis mit Tevinter? Habt ihr denn keine Angst, dass sich ganz Sedas gegen euch wenden wird? Bei Andrastes Hintern. Ich versuche mir irgendetwas vorzustellen, was noch dümmer gewesen wäre, aber mir fällt beim besten Willen nichts ein. Ich verstehe, dass ihr Angst habt, aber ihr verdient etwas Besseres, als Sklaven Tevinters zu sein. Als jemand, der einem Magister verpflichtet ist, habe ich nicht länger die Autorität, mit euch zu verhandeln. Ach ja. Ein Bündnis mit Tevinter ist ein schrecklicher Fehler. Mit Justinia ist auch jegliche Hoffnung auf Frieden gestorben. Diese Abmachung mit Tevinter wäre nicht meine erste Wahl gewesen, aber wir hatten keine Alternativen. Wir verlieren diesen Krieg. Ich musste so viele Keine meiner Leute retten, Alternative? wie ich konnte. Willkommen, meine Freunde. Bitte entschuldigt, dass ich euch nicht eher begrüßt habe. Vertreter der Inquisition, erlaubt mir, euch Magister Gereon Alexios vorzustellen. Die Magier aus dem Süden stehen unter meinem Kommando. Und ihr seid also der Überlebende, richtig? Derjenige aus dem Nichts. Interessant. Ich wüsste gerne mehr über dieses Bündnis zwischen den aufständischen Magiern und dem Reich. Natürlich. Was genau möchtet ihr wissen? Die Großverzauberin hat mir erzählt, sie sei einem Magister verpflichtet. Unsere Brüder und Schwestern aus dem Süden besitzen im Reich keinen rechtlichen Status. Da sie nicht als Bürger Tevinters geboren wurden, müssen sie über einen Zeitraum von 10 Jahren dienen, bevor sie sämtliche Rechte erhalten. Und als ihr Schutzherr ist es an mir, ihren Dienst für das Reich zu überwachen. Mir ist nicht ganz klar, wann genau ihr diese Vereinbarung mit Fiona getroffen habt. Als das Konklave ausgelöscht wurde, sahen sich diese armen Seelen der Grausamkeit der Templer ausgeliefert, die sie unverzüglich angreifen wollten. Es muss göttliche Vorsehung gewesen sein, dass ich genau im rechten Moment eingetroffen bin. Du bist ein Der Moment Held. war zweifelsohne äußerst passend. Du bist ja so ein Held. Was hat das Reich davon, die aufständischen Magier unter seine Fittiche zu nehmen? Für den Moment stellen die Magier aus dem Süden vor allem einen beträchtlichen Aufwand dar. Sobald sie jedoch entsprechend ausgebildet sind, werden sie sich unserer Legion anschließen. Ihr sagtet, nicht alle meiner Leute müssten militärischen Dienst leisten. Es gibt unter uns Kinder und einige, die nicht geeignet. Ich bin mir sicher, eines Tages werden sie alle produktive Bürger des Reiches sein. Sobald ihre Schuld abbezahlt ist. Tja, ist doch nicht mehr so toll viel zu arbeiten, wa? Ich habe hier weder den Earl von Radcliffe noch einen seiner Männer gesehen. Der Earl von Radcliffe hat das Dorf verlassen. Earl Tegan hat seine Ländereien nicht einmal verlassen, als sie während der Verderbnis unter Belagerung standen. Es kam zu wachsenden Spannungen. Ich wollte nicht, dass es zu einem Zwischenfall kommt. Wachsenden Spannungen. Heißt, er hat ihn rausgeschmissen. Ihr seid ziemlich weit von Tevinter entfernt, Alexios. In der Tat, das bin ich. Aber ich habe gehört, auch ihr stammt nicht aus Ferelden.
Es scheint also, als wären wir hier beide Fremde. Felix, würdest du bitte einen Schreiber rufen lassen? Oh, verzeiht meine Manieren. Meine Freunde, das ist mein Sohn Felix. Es überrascht mich nicht, dass ihr hier seid. Die Eindämmung der Bresche ist eine Aufgabe, die nur wenige in Angriff nehmen können. Niemand kann sagen, wie viele Magier dafür nötig wären. Es ist ein ehrgeiziges Unterfangen. Schlauer Felix! So schwarze Katze von diesem Katzenfutter. Was? Ja. Nun ja, wenn man einen gewaltigen Riss am Himmel bekämpft, kann man es sich kaum leisten, bescheiden zu denken. Nun, dann werden wir... Felix? Es tut mir so leid, mein Lord. Bitte vergebt mir. Ist alles in Ordnung? Es geht mir gut, Vater. Na komm, holen wir dir deine Arzneien. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet, meine Freunde, wir müssen unsere Unterhaltung ein andermal fortsetzen. Natürlich. Fiona, ich brauche im Schloss eure Hilfe. Es war nicht meine Absicht, allen derartige Umstände zu bereiten. Das ich lasse der Inquisition eine Nachricht zukommen. Wir werden diese Angelegenheit ein andermal klären. Kommt in die Kirche. Ihr seid in Gefahr. Mir ist aufgefallen... Oh, wie geheimnisvoll. Kodex eingeschaltet. Jetzt haben wir eine Menge Kodex-Einträge bekommen. Wir werden vorsichtig sein, aber wir müssen herausfinden, was hier vor sich geht. Clemens? Magister Alexius schätzt jene nicht, die ohne Magie sind, so wie ihr und ich. Ihr solltet nicht allzu lange bleiben. Viele sind schon geflohen, um seinem Zorn zu entgehen. Irgendwas sagt mir der Name was, ich weiß aber nicht warum. Was hat der Magister gegen euch? Er wird nicht gerne daran erinnert, was... Er sagt, alle Besänftigten müssten Radcliffe... Was sind... Magier wie ich, denen es an der nötigen Willensstärke mangelt, sich vor Dämonen zu schützen. Um nicht zu riskieren, dass ich besessen werde, hat der Zirkel meine Verbindung zum Nichts getrennt. Meine Magie ist fort, ebenso wie meine Träume und Wünsche. Nicht nur Träume und Wünsche. Die sich nun in Radcliffe aufhalten, ziehen es vor. Der ist jetzt einfach nur ein seelenloses Werkzeug, der einfach keine Gefühle mehr verspüren kann, auch keine Liebe mehr, glaube ich. Wie lange... Magister Alexius ist bei Anbruch der Nacht, abgesehen von... Selbst der Arl wurde fortgeschickt. Ich bin Alchemist. Ihr braucht doch gewiss Tränke. Wenn mich der Magister hier nicht haben will, kann ich vielleicht euch meine Dienste anbieten. Es wäre uns eine Freude, wenn ihr für die Inquisition arbeiten würdet. Habt Dank. Solange man lebt, ist es gut daran glauben zu können, dass die eigenen Fähigkeiten noch von Nutzen sind. Ah, so war gut, dass wir haben wieder der Bisher gewonnen. Sehr schön. So viele Emissäre wie möglich ist immer gut. Alter, lass mich doch mal hier durch. Ich will mit der hier noch flirten. Wir brauchen euresgleichen hier nicht. Eure Inquisition ist auch nur ein anderer Name für die Templer. Darum drehe ich mich auch um, ne? Um mich mit dem Rücken zu ihr zu unterhalten. Wer seid ihr? Linnea. Und fragt mich nicht, aus welchem Turm des Zirkels ich komme, denn das liegt hinter uns. Ihr würdet euch lieber Tevinter unterwerfen, als euch der Inquisition anzuschließen. Ihr Kirchendiener, dabei geht es nur. Niemand will, dass wir uns ihr Leben ansehen. Aber beschwören die Magister dann keine Demo? Die Kirche würde alles... Die Leute sind beunruhigt, wir könnten ihre Gedanken kontrollieren. In Tevinter überwachen sich die Magier selbst. Und es funktioniert. Warum glauben nur alle, wir wären Teil der Kirche? Wir haben der Kirche den Rücken gekehrt. Sie hasst uns. Natürlich. Und ich bin die Kaiserin von Orléans. Nur wer weiß. Geht zurück zu euren Templern. Dreht sich instant wieder um, wenn ich mit dir reden will, Alter. Okay, mit der konnte ich jetzt irgendwie nicht reden, oder? Mir fehlt jetzt auch hier nur die nötigen Teil. Wenn. Die Inquisition, ha? Bei der heiligen Andraste, ich würde. Von diesen Tevinteranern kriege ich immer so ein fieses Jucken in den Schulterblättern. Ich dachte schon, ein fieses Jucken woanders. Wer seid? Mein
Mein Name ist Tell. Wieso kann ich jetzt hier mit den ganzen Leuten quatschen? Ich denke jetzt die ganze Zeit hier, dass ich die alle rekrutieren kann. Wenn ihr... Ja, ja, ihr mögt hier Winter nicht, das ist ja sehr schön. Magie hin oder her. Wie kam es dazu, dass sich die Großverzauberin auf eine Zusammenarbeit mit Tevinter eingelassen hat? Das interessiert. Wir bereiteten uns gerade auf den Angriff der Templer vor, als wir urplötzlich einen Magister als Verbündeten hatten. Es war eine glückliche Fügung, die uns einen Vorteil verschaffte. In gewisser Weise. Aber wir kamen vom... Oh, Alter, bei mir geht gerade die Post ab da draußen. So richtig grauer, schwarzer Himmel, Alter. Gleich geht's ab da draußen. Oh, hier kann ich noch was lesen. Oh, hier gibt's schöne Zimmerchen. Ganz nett haben sie es hier. Käse! Ey, ganz ehrlich, das Spiel hat irgendein Problem mit Käse, ne? Ich weiß nicht warum. Ist auch ganz gemütlich hier. Fehlt eigentlich nur noch der Fernseher und dann wäre eigentlich alles perfekt. Alpha-Wand. Alpha-Wand for the win. Eine Alpha-Wand habe ich auch bei meiner Tür. Immer wenn ich zur Arbeit gehe, montags, das habe ich da eine Alpha-Wand. Voll komisch. Ausgang. So. Jetzt können wir noch zur Kirche gehen, so wie uns jemand die Nachricht gegeben hat. Weil ich glaube, der Felix war das ja, ne? Als wir, glaube ich, Felix gefangen haben, aufgefangen haben, als er seinen Schwächeanfall hatte, hat er uns dann den Zettel in die Hand gedrückt. Oder wir haben einfach super geile Kenntnisse als Schurke und können inzwischen schon jemanden einen Zettel aus der Tasche ziehen, oder ist das überhaupt bemerkt? Das natürlich auch. Elfenwurzel! Du bist wie diese Eklatine, reimt sich auf Gelatine. Dorfkirche von Radcliffe. So, was geht ab hier? Die verbotene Oase. Nee, sowas will ich gar nicht lesen. Weg damit, weg. Zensiert das. Weg, will ich nicht lesen. Ich habe an den Audioeinstellungen ein bisschen rumgefummelt. Das sage ich gleich. Na, Hallöchen. Gut, da seid ihr ja endlich. Könnt ihr mir nun bitte helfen, dieses Ding zu schließen? Gar kein Problem. Ihr macht den da. Warte, du... er kriegt einen Schlag ab. Und muss jedes Mal wieder Heiltrank trinken. Ja, das war gut. Dorian versteckt sich dahinter so einer komischen Statue. Oh geil, ich will wieder Matrix machen. Gibt's ja eigentlich auch irgendeinen, der mich verschnellert? Oh geil! Oh! Als Game-Ding sind wir doppelt so schnell. Okay, ich trinke erstmal was. Jetzt habe ich die Chance voll. Hier, los, weg damit. Bam! Und tschüss. Im gelben Kreis sind wir viel schneller gewesen. Interessant. Faszinierend. Wie genau funktioniert das? Ja, also ich mach die Hand und das war's. Ihr wisst es nicht einmal richtig. Ihr wackelt einfach mit den Fingern und zack, der Riss schließt sich. Jo, am besten klappt's mit dem Mittelfinger. Oh, ich habe wieder den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Dorian aus dem Hause Parvis, zuletzt wohnhaft in Minrathis. Wie geht es euch? Noch ein Tevinteraner. Nehmt euch vor ihm in Acht. Ihr habt ziemlich misstrauische Freunde. Magister Alexius war einst mein Mentor, sodass ich meine Hilfe als äußerst nützlich erweisen dürfte, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Ich hatte erwartet, Felix hier anzutreffen. Er ist bestimmt schon unterwegs. Er sollte euch die Nachricht geben und sich dann hier mit uns treffen, sobald er seinen Vater losgeworden ist.
Alexios konnte Felix gar nicht schnell genug zur Hilfe eilen, als er seinen Schwächeanfall vorgetäuscht hat. Ist mit ihm irgendetwas nicht in Ordnung? Er kränkelt schon seit Monaten. Aber Felix ist ein Einzelkind und Alexios wacht vermutlich einfach wie eine Glucke über ihn. Seid ihr ein Magister? Na schön, hört zu. Ich erkläre euch das nur einmal. Ich bin ein Magier aus Tevinter, aber kein Mitglied des Magisteriums. Ich weiß, ihr Südländer verwendet diese Begriffe bedeutungsgleich, aber dadurch klingt ihr nur wie Barbaren. Lass diese Selbstdarstellung. Ihr verratet also euren Mentor und der Grund dafür ist... Alexios war mein Mentor. Das heißt, er ist es nicht mehr und das schon seit geraumer Zeit. Hört zu. Ihr wisst vermutlich, dass euch Gefahr droht. Das dürfte selbst ohne meine Nachricht offensichtlich sein. Fangen wir damit an, dass Alexios euch die Loyalität der aufständischen Magier vor der Nase weggeschnappt hat. Und zwar wie durch Magie, nicht wahr? Was es auch genau trifft. Alexios hat die Zeit manipuliert, um vor der Inquisition in Radcliffe zu sein. Er hat es so eingerichtet, dass er direkt nach dem Tod der Göttlichen hier sein konnte. Ihr begreift schnell. Sofern es die Wahrheit ist, wäre das überaus faszinierend. Und mit ziemlicher Sicherheit auch gefährlich. Und was ist mit dem Riss, den ihr hier geschlossen habt? Er hat die Zeit in seiner Nähe verzerrt. Einiges wurde beschleunigt, anderes verlangsamt. Beschleunigt war cool. Es wird schon bald noch mehr davon geben und sie werden immer weiter von Radcliffe entfernt auftauchen. Die Magie, die Alexios einsetzt, ist derart instabil, dass sie die Welt aus den Fugen geraten lässt. Ihr verlangt ziemlich großes Vertrauen von mir. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe ihm geholfen, diese Art von Magie zu entwickeln. Als ich noch sein Schüler war, war das alles reine Theorie. Alexios hat es nie geschafft, sie in die Realität umzusetzen. Was ich nicht verstehe, ist, welches Ziel er damit verfolgt. Er reißt doch die Zeit nicht in Stücke, nur um ein paar hundert Lakaien zu erhalten. Es ging ihm nicht um sie. Du hast dir ja ganz schön viel Zeit gelassen. Wird er etwa misstrauisch? Nein, aber ich hätte nicht meine Krankheit vorschieben sollen. Ich dachte schon, er würde mich den ganzen Tag lang umsorgen. Mein Vater hat sich einem Kult angeschlossen. Sie nennen sich selbst Venatori. Und eines kann ich euch sagen. Was auch immer er für sie getan hat, geschah nur, weil er an euch herankommen wollte. Oh, jetzt fühle ich mich aber geehrt. Alexios ist euer Vater. Warum arbeitet ihr gegen ihn? Aus demselben Grund, aus dem Dorian gegen ihn arbeitet. Ich liebe meinen Vater und ich liebe mein Land. Aber das hier, Kultisten, Zeitmagie, was er hier macht, ist einfach nur Wahnsinn. Ihr müsst ihn aufhalten, zu seinem eigenen Besten. Außerdem wäre es nett, wenn er kein Loch in die Zeit reißen würde. Es genügt schon, dass wir ein Loch im Himmel haben. Ist euch schon mal aufgefallen, dass hier oben alles mit großen Buchstaben geschrieben wird und nichts mit kleinen Buchstaben? Voll die faulen Warum Säcke, ne? Warum die Zeit verändern und sich die Dienste der aufständischen Magier sichern, nur um an mich heranzukommen? Sie sind von euch besessen, aber ich weiß nicht warum. Womöglich, weil ihr im Tempel der heiligen Asche überlebt habt. Ihr könnt die Risse schließen. Vielleicht gibt es da eine Verbindung. Oder sie sehen euch als Bedrohung. Wenn die Venatori hinter diesen Rissen oder der Bresche am Himmel stecken, sind sie noch schlimmer, als ich dachte. All das nur meinetwegen. Und ich habe noch nicht einmal ein Gastgeschenk für Alexios. Schickt ihm einen Obstkorb. Damit liegt man. Ihr wisst, dass ihr sein Ziel seid. Mit einer Falle zu rechnen, ist der erste Schritt, um sie zu eurem Vorteil zu nutzen. Ich kann nicht in Radcliffe bleiben. Alexios weiß nicht, dass ich hier bin und dabei möchte ich es vorerst auch belassen. Aber sobald ihr bereit seid, euch mit ihm zu befassen, will ich dabei sein. Ihr hört wieder von mir. Ach und Felix, versuch dich nicht umbringen zu lassen. Es gibt Schlimmeres als den Tod, Dorian. Das ist wahr. So, und jetzt wird's interessant. Jetzt möchte ich den Templern helfen. Geht das jetzt noch? Und was sagt Dorian da dazu, wenn ich dann aufhöre, mich mit den Magiern zu befassen und wenn ich dann anfange, mich mit den Templern zu treffen? Übrigens, ganz vergessen zu erwähnen, Cassandra hat ein neues Schild. Sieht ganz nett aus, hat so ein Orlais-Schild. Die hat ja vorher dieses eklige Scherbenschild gehabt, was nur einen Rüstungswert von 11 hatte. Die hat jetzt so ein königliches Orlais-Schild, was Rüstungswert 15 hat und ihre Ausdauer um 10 erhöht. Hat so ein komischer Knecht fallen lassen in den Hinterlanden. So eine normale Eskorte dort.
Und dachte ich mir, nur den kannst du mal mitnehmen. Irgendwas habe ich, glaube ich, gerade rechts gesehen. Vergessen. Egal. Ich glaube, da stand Plündern, Lesen oder irgendwie sowas. Ja, es ist natürlich nichts weiter als ein Mythos. Das Schwarze Emporion. Lustig wäre auch Emporion. Eine Stunde gespielt und bisher, ja. Diese ganze Angelegenheit stinkt zum Himmel. Wir wären vielleicht besser beraten, uns stattdessen auf die Templer zu konzentrieren. Yep. Dafür fehlt uns womöglich die Zeit. Die Bresche wird nicht warten, bis all unsere Bedenken ausgeräumt sind. Schnauze, Solas. Mach mir jetzt bitte nicht meine Sorgen kaputt. Kehre zum Ratsraum. Für die Verhandlung mit den Marion Radcliffe ist ausreichend Macht erforderlich, um einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen. Ist mir egal. Ist mir egal. Das Problem, was ich jetzt habe... Ich will jetzt ganz gerne die ganzen Quests hier machen noch, ne? Wie zum Beispiel das da. Oder das da in der Mitte. Problem ist, wenn ich das jetzt alles mache... Und ich gehe jetzt zum... Ich gehe jetzt erstmal zum Ratsraum. Und hinterher sollte sich dann herausstellen, dass ich den Templern nicht mehr helfen kann. Dann war das halt alles umsonst. Dann muss ich das nochmal machen. Natürlich nicht im Let's Play. Das wäre schwachsinnig, wenn ich das dann zweimal mache. Das werde ich dann offscreen machen und cutten. Darum müsste ich jetzt erstmal ganz schnell zum Ratsraum und gehen und gucken, ob ich mich jetzt noch für die Templer entscheiden kann. Oder ob jetzt möglicherweise meine Befürchtung ist, dass auf dem Kartentisch... die Verbündeten für die Rechtschaffenheit, oder wie die Quest heißt, dass die jetzt nicht mehr da ist. Die Templerhilfe. Und so lange will ich jetzt erstmal hier nichts mehr machen. Weil alles, was ich jetzt mache, hier könnte ich möglicherweise dann, müsste ich dann zweimal machen, da habe ich keinen Bock drauf. Darum jetzt ganz schnell zum Ratsraum, kurz mal gucken, ob jetzt noch alles da ist. Kacke! Warte, was? Übrigens, wir haben eine Menge Berater auf Reisen geschickt, die sich um irgendwas kümmern sollten. Das habe ich offscreen auch nochmal gemacht. Hab allerdings die Quest nicht abgeholt. Ah, das sieht gut aus, da ist noch was. Ach, wir können jetzt das machen, ne? Selten erlesene Kundschaft, anspruchsvolle Kunden, eine gewählte, eine Lieferung äußerst seltener, hochwertig, bla bla bla. Dank, bla bla bla. Lieferanten und Adligen, Gönnern geben der Rabatt 10% Rabatt auf ihre Waren. Das kosten die ganzen Sachen weniger. Sie hält deshalb einen Laden, bla bla bla. Einkäufer denken, sie können deren Ruf nur zum Analysen. Das ist wichtig. Bevorzugte Kundschaft. Das ist wichtig. 5 erforderliche Punkte. Ach, die Punkte hier zählen ebenfalls dazu. Das ist ganz gut. Achso, uns fehlt also nur noch ein Punkt, dann könnten wir das theoretisch machen. Und wenn ich jetzt überlege, ansonsten bräuchte ich ja jetzt noch bei der Informatik bräuchte ich ja die geschickte Hände, gute Werkzeuge benötige ich dort, ja. Das bringt mir allerdings nicht so viel, weil... Die Items, die in diesen versteckten Bereichen sind, sind halt irgendwelche mythischen Sachen, die ich verkaufen möchte, die halt eine Menge Kohle bringen. Das Geld würde mir allerdings nicht so viel bringen, weil ich jetzt noch nicht die 10% mehr Bonus bla 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 habe. Deshalb, bam. Erstmal der. Dann könnten wir die geschickte Hände gute Werkzeuge machen das nächste Mal. Obwohl, warte mal. Sie hält deshalb in Läden sowohl beim Ankauf als auch beim Verkauf 15% bessere Preise. Eigentlich müsste ich das machen. Das nächste Mal. Weil Geld, wie gesagt, Geld brauchen dann auch eine Menge. Nur mal so by the way. Die Rüstungspläne, die späteren, werden 23.000 kosten. Ein einziger Plan. Könnt ihr ausrechnen, wie viel Geld ich da brauche. So, das war fertig. Das war fertig. Zweimal Kallen, darum. Das war fertig.
Dann gibt es hier noch ein bisschen was. Hier haben wir jetzt unsere Bienenschwarm-Sprengfeuer. Ein neues Sprengfeuer für uns. Der Kult von Andraste ist ebenfalls fertig. Und ich habe hier die 20-Stunden-Quest gemacht. Die Waffe von Tyrdas Strahlaxt finden. Tyrdas Stab. Können wir gleich Solos geben. So, und jetzt können wir noch... Verbessert Stabilität. Einige Dämonen sind allerdings zurückgeblieben, die Probleme anzunehmen. Ja, er schickt ein paar Soldaten, die die Dämonen töten. Andrastes Geheimnisse. Ja, sie würden die Runen in Freuden übersetzen, kein Ding. Und dann habe ich noch... Was ist das hier? Boah, 2 Stunden 48. Ja, Herr Bitte. Dann wollen wir doch mal sehen. Okay, jetzt nochmal gucken. Also, das gedämpfte Flüstern, Kämpfe für die Gerechtigkeit. Können wir weiter benutzen? Können wir weiterhin machen? Wenn du dich für die Tempel entscheidest, hast du keine Möglichkeit mehr. Können wir machen. Gut. Ja gut, dann können wir erstmal wieder zurück, ja. Dann können wir jetzt erstmal wieder mit den optionalen Sachen weitermachen. Das war jetzt erstmal nur zum Beruhigen, dass ich weiterhin noch die Dings machen konnte. Die Templer helfen kann. So, Tyrdas Stab. Stufe 11. Rune des Verderbens. 107 SPS. Oh. Verdammt, Soul, das ist noch Stufe 10. Kacke. Also, Sarah ist tendenziell dagegen. Bitte was? Sarah stimmt zu? Was? Wie? Was? Wie? Was? Wo? Ich habe gehört, die Templer hätten sich zurückgezogen. Seltsam. Ja. Blackwall scheint nichts über das Verschwinden der Grauen Wächter zu wissen. Das ist enttäuschend. Allerdings. Dennoch bin ich froh, dass er bei uns ist. Auch wenn er nicht das ist, was ich erwartet hatte. Er scheint ein guter Mann zu sein. Und mit seiner Erfahrung ist er auf jeden Fall ein Gewinn für die Inquisition. Und was die anderen Wächter angeht, nun, ich schätze, da werden wir wohl weitersuchen müssen. Im Moment gibt es nichts. Okay. Blup, wieso habe ich hier eigentlich so ein Ausrufungszeichen, so eine Quest? Hä? Wofür? Warum? Mischung aus Heilkräutern? Ach so. Oh, wieso schon wieder Blutlotus? Was wollen die alle von meinem Blutlotus? Was? Zwergisches Rätselkästchen? What the fuck? Diese Rätsel dienen der Unterhaltung sowie Zerstreuung durch Inquisitionssoldaten und eignen sich hervorragend für den Tausch. So wie ein scheiß Rätselwürfel oder was? Komm. Lotus und Wurzel abgeschlossen, ja. Ich glaube, das war eine Aufgabe von unserer... Von Apotheker oder von der Tussi da drin? Womit kann ich dienen? Ich werde euch erzählen, was ich mache. Da gibt es nichts Neues. Wir können uns noch mit Blackwell unterhalten. Der ist nämlich neu dazugekommen. Da gibt es noch eine Videosequenz. Die Kirche unterstützt uns nicht. Ich wüsste echt gerne, ob man... Wann hier jetzt genau die neuen Geschichten dazukommen von den Gefährten. Er hätte zum Beispiel jetzt auch nichts. Ich frage mich halt, wann hier immer was Neues dazukommt. Oh, hier schon wieder. Soll das heißen? Ja. Es ist allen, die sich an Adligen rächen wollen, die sich hinter Gold und Seide... Gibt es. Außer, wir sind einfach viele, versteht ihr? Es muss nicht immer kompliziert sein. Heißt das nicht, dass man euch für mehr Vorfälle die Schuld gibt, als ihr... Schon möglich. Sollte es das... Wichtige Leute töten wegen eingebildeter Kränkungen. Geht es euch... Naja, ich... So geht das immer weiter. Am Ende kriegen eine Menge Leute Hilfe oder was zum Lachen. Mitunter stirbt auch jemand, wenn er es verdient. Zum Glück habe ich euch getroffen, bevor jemand entschied.
Ihr seid kein hassenswertes Arschloch. Bis jetzt zumindest. Euch würde ich höchstens eine Torte ins Gesicht werfen. Oh, geil! Außerdem ist Mord eher was für Barden, oder? Die Kerle versteht... Außerdem kann ich nicht singen. Wo sind... Wenn ich das... Hört. Aber egal. Die kleinen Leute werden da sein, wenn ihr sie braucht. Sie finden Millionen von Wegen, euch zu helfen. Also arbeiten viele kleine Rädchen an einem großen Ganzen. Wie Schneeflocken, die einen Ast brechen lassen. Was? Was? Sicher. Wie Schnee. Klar. Jedenfalls funktioniert es. Naja, natürlich muss... Was ich auch nicht tue. Nur damit das klar ist. Ich verstehe es einfach nicht. Also schön, ich gehe auf euer Spielchen ein. Habt ihr denn eine Wahl? Gepriesen sei die Inquisition. Soll mir... Die hat einen an der Waffel. Da hinten ist Solus, den haben wir schon. Da ist Varric, den haben wir auch. Apropos Beziehung, ne? Ich bin mir denn noch nicht wirklich hundertprozentig sicher, ob ich jetzt wirklich Josephine nehmen soll. Alles wegen Marco, weil ich bei dem jetzt alles gesehen habe, wie es ungefähr alles abläuft und bla bla bla. Können wir wieder noch quatschen? Braucht ihr etwas? Warum überrascht mich das nicht? Okay, das mit dem Bruder, bla bla bla. Bringe Blutlotus zum See. Geht der See da auch? Da habe ich sogar... Mit dem Bullen habe ich noch nicht geredet, oder? Sie sind gut in Form. Cullen macht sich zunutze, was er als Tempel... Hat Cullen euch erzählt, dass er ein Tempel... Schade, dass es bei ihm allerdings keine Videosequenz gibt. Sie lernen dasselbe, wenn sie für den Kampf gegen Tevinter-Magier ausgebildet werden. Ich könnte gerne helfen. Euer Tempel... Ihr hört euch an, als wolltet ihr auf der Stelle dort hinuntergehen und den Truppen ein paar Hinweise geben. Bloß nicht. Bloß nicht. Ich bin nur dann ein guter Befehlshaber, wenn ich weiß, mit wem meine Leute schlafen und was sie gerne... Mit wem meine Leute schlafen? Ist die Außerdem sind im Moment auch nicht die Truppen das... Euch fehlt ein Anführer, ein Inquisitor. Wie wäre es mit mir? Dann sollten wir uns vielleicht einen suchen. Ich wäre bereit dazu. Ihr? Hä? Wieso ihr? Wie ihr? Wieso ihr? Ja, ich kann Risse schließen. Der Erbauer hat mich erwählt, Alter. What the fuck, Alter? Wegen dieses Mals auf meiner Hand. Ich habe die Risse im Nichts geschlossen und werde dasselbe hoffentlich bald auch mit der Bresche machen. Das heißt, ihr besitzt eine bestimmte Fähigkeit. Nur bedeutet das nicht... Mein Volk wählt nicht die Stärksten. Ja, der Klügsten, ja. Wir wählen diejenigen, die bereit sind, schwere... Ja, aber schwere Entscheidung war gerade nicht zur Auswahl. Anschließend mit den Konsequenzen zu leben. Ach, wer weiß. Vielleicht verschließt ihr ja die Bresche. Die Kirche bekommt den Arsch hoch und all diese Soldaten gehen nach Hause und werden fett. Glaubt ihr das wirklich? Nö. Es könnte so kommen. Wird es natürlich nicht. Aber möglich wäre es. Blackwall hat aber eine Videosequenz, das weiß ich. Meisterin Blackie! Beimer Bauer, seht euch das an. Sie ist viel leichter zu ignorieren, wenn man weit davon entfernt ist. Ach was! Dass ihr da tatsächlich rausspaziert seid. Dass ihr ihr so nahe wart. Bock mitzukommen oder was? Geht doch näher ran. Wenn mich nicht Soldaten der Inquisition gerettet hätten, weiß ich nicht, was geschehen wäre. Soldaten der Inquisition? Da habe ich etwas anderes gehört. Die Bresche, der Tod der Göttlichen, die Wächter. Das alles ergibt keinen Sinn. Es gibt so vieles, das wir nicht wissen. Also, bei so welchen Videosequenzen würde ich die Fragezeichen alle durchlutschen. Bei, keinen Videosequenzen, wo wir einfach nur zwei Leute da so blöd rumstehen, da spule ich die einfach durch. Weil da ist wirklich dann nichts, ja. Eure Erfahrungen mit den Wächtern werden uns zweifellos nützlich sein. Vor allem die Verträge nehme ich an. Alte Pergamente, die ihr gern haben könnt. Aber was ist mit euch? Wie passt ihr in all das hinein? Ich mag die Verehrung. Ich will einfach nur helfen, den Krieg zu beenden. Ich will, dass alles wieder in Ordnung kommt. Ein ehrenwertes Ziel, das ich mit Freuden unterstütze. Was mich angeht, so bin ich schon zufrieden, wenn wir die Bastarde finden, die die Göttliche ermordet haben. Sie schulden uns Antworten.
Was mir bei Blackwell einmal so durch den Kopf gegangen ist, ne? Eigentlich wäre er auch ein guter Zweihandkämpfer. Ich müsste mir allerdings seine Spezialisierung dann später nochmal durchlesen. Seine Fähigkeiten. Die müssen theoretisch auch mit Zweihandwaffen funktionieren. Überall verlassene Lager der Wächter geben soll. Wenn wir Zeit dafür haben, würde ich mir das gern einmal ansehen. Vielleicht finden wir auch noch irgendetwas Brauchbares. Und jetzt hat sich gerade die nächste Freundesquest aktiviert. Die Wächter also. Die Verderbnis. Es gibt immer noch dunkle Brut. Es geht nicht immer nur um. Die grauen Wächter sind eigentlich. Stellt euch mal vor, die dunkle Brut macht einen Großangriff auf die Oberwelt. Die Verderbnis sozusagen, wie im ersten Teil. Dann gibt es einen Orden, die speziellen grauen Wächter, die dafür sorgen, gegen die dunkle Brut zu kämpfen. Die dunkle Brut wird meistens dann auch von einem Erzdämon angeführt, glaube ich, oder sowas. Den Erzdämon zu töten ist praktisch unmöglich, sondern. Guck mal da. Sondern kann nur von grauen Wächtern getötet werden. Dann gibt es. Ja, das sind die Kämpfer für die dunkle Brut halt. Und wenn keine dunkle Brut gerade im Gange ist, dann gammeln die einfach so in der Weltgeschichte rum. Von Politik halten sie sich raus, wie er schon bereits gesagt hat. Es heißt, viele Wächter. Ihr habt recht, und wenn man ihnen beitritt, ist die Vergangenheit vergessen. Allerdings das Aufnahmeritual, wenn man ein grauer Wächter werden will, ist ziemlich krass. Da weiß ich ein bisschen was von, allerdings auch nicht zu 100%. Ich weiß nur, dass wenn man ein Anwärter der grauen Wächter ist und man dem Orden beitreten will, gibt es da ein Ritual, was nicht für sanfte Gemüter ist. Man muss nämlich am Ende das Blut der dunklen Brut trinken. Er hört sich eklig an, ist auch gefährlich, viele sterben auch. Also es gibt Leute, die es gar nicht schaffen, überhaupt ein grauer Wächter zu werden. Diejenigen, die es schaffen, ein grauer Wächter zu werden, sind dann durch das Blut, glaube ich, auch auf irgendeine Art und Weise mit der dunklen Brut verbunden und können die sogar spüren, irgendwie in gewisser Art und Weise. Was halt deren Fähigkeiten verstärkt, gegen die dunkle Brut zu kämpfen. So. Ja, jetzt habe ich eigentlich das hauptsächlich alles erklärt. Das, was er eigentlich erklären wollte. Rohe Gewalt ist nicht immer die Lösung. Es gibt zahlreiche andere Wege zu siegen. Das ist wahr, aber es kann nie schaden, vorbereitet zu sein. Eines muss ich über eure Männer sagen. Sie sind mit Leidenschaft dabei. Und sie sind euch ergeben. Ihr inspiriert sie. Baut auf diesem Fundament auf. Dankeschön. Und ihr werdet eine Armee besitzen, die ganze Nation erzittern lässt. Ja gut, die ganze Nation erzittern will ich ja gar nicht. Ich will ja das... Oh Gott. Was denkt... Vom jetzigen Stand aus gesehen, scheint... So oder so, ich glaube nicht, dass ich die... Was denkt ihr? Es ist ein Kriegslager, das einst ein Zufluchtsort für Pilger war. Es ist einfach nur ein kleines, kleine Pilgerstätte ist das hier. Es ist keine wirkliche fette Festung oder sowas. Eliana wirkt nett und ein wenig furchteinflößend. Ja, das unterstreichen wir mal. Ihr habt Angst vor ihr. Macht euch Liliana Angst? Hat sie irgendetwas zu euch gesagt? Nein, sie hat gar nichts gesagt. Ich möchte sie nur einfach nicht verärgern. Es muss ja nicht unbedingt sein, dass ich mit einem Messer in meinen Nieren aufwache. In meinen Nieren. Wie? Manchmal sorge ich mich um Cassandra, so wie sie sich in die Schlacht stürzt. Einer Kriegerin wie ihr bin ich noch nie zuvor begegnet. Sie mag halt fettes Schiff bluten und zielen und schlachten. Aber und... Das ist noch... Die Sucherin denkt, wir würden die Kirche wieder aufbauen. Andere sagen, sie müssen... Ich weiß nicht, welche Position ihr in dieser Frage vertretet. Und ich muss zugeben, ich habe mich auch noch nicht entschieden. Was denn? Karlan? Er hat die besten und die schlimmsten Seiten der Menschheit gesehen. Und ich glaube, er versucht noch immer seinen Platz zu finden. Nichtsdestotrotz würde ich darauf vertrauen, dass er mir den Rücken frei hält. Ich finde Blackwell cool. Mit dem komme ich immer gut klar irgendwie. Ich habe bisher selten irgendwie was gesagt, dass er immer dagegen war oder sowas. Also irgendwie treffe ich bei dem immer die richtigen Antworten. Das ist, glaube ich, auch relativ einfach bei ihm. 27 Items schon wieder. Wo kommen die denn alle her? Bla, la, 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 la. Verkaufen. Will ich haben, will ich haben, will... Also eigentlich kann das hier weg, oder? Ich meine, wir haben es gefunden. Das war relativ geil und so, aber... Komm.
Das sind alles voll die Dreckswaffen, die können sowieso alle weg. Stufe 7. 112 Rüstungswert ist allerdings gar nichts. Und das kann auch alles weg. Geistresistenz kann eigentlich auch weg. Aber das belassen wir jetzt erstmal nochmal. Knaufschlag kann ich lassen. Lebenswächter, das kann weg. Okay, dann das nächste. Oh, okay. Spinnsekret 18 Stück. Da haben wir es gesehen. Habe ich eine Menge Spinnen geschlachtet. Jetzt haben wir noch 14. Warum? Keine Ahnung. So, allerdings. Also, jetzt können wir uns ja wieder in Haven dann um die ganzen letzten Quests kümmern. Obwohl, warte mal. Erinnerung der Grauen. Jetzt sind ja noch mehr Quests dazugekommen wegen Blackwall. Oh. Aber wir können... Ah, warte mal. Moment mal.